Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und wir haben jetzt gerade am Schluss der letzten Folge einen Stufenaufstieg bekommen und den wollen wir jetzt mal verteilen. Ich würde sagen, wir verbessern mal Fidget, damit sie auch noch mehr Schaden macht. Ja, genau so. Da oben sind nämlich Gegner, die ich gar nicht gesehen habe. Mit euch und oh, hier mal wieder. So, weg mit euch Blitzdingern. Und ja, ich habe wirklich so das Gefühl, dass wir erst hier runter hätten müssen, bevor wir da lang gehen. Ja, da ist sogar die so. Oh, 85er Kombo. Ist ja nicht so schwer zu schaffen, die 1000er-Kombo. War? Hier jedenfalls nicht. Oh, der da wieder. Nein, das war zu früh. Das war perfekt. So, schlag ihn kaputt. Und weg mit euch. Ja, Fidget mit ihren Todesflammensäulen. Ist echt übertrieben. Oh, wir wurden getroffen. Dafür werden wir jetzt auch zu Tode flambiert. Wow, wir haben eine 100er Kombo geschafft. Schon mal gar nicht so schlecht. Nehmen wir mal zwei Wandhühner. Das macht irgendwie Spaß, die Gegner mit dem Ding zu verbrennen. So, hier runter. Uah. Au. Na gut, die lassen wir mal in Ruhe. Ah, Kettenhemd. Und ein frisches Wandhuhn. Runter zum Händler, würde ich mal sagen. What is this? Gift. Ja. When you're poisoned, your life slowly drains down to nothing. If you don't take care of it soon, death is inevitable. I can probably just wait it out. Stop pretending you're so tough. Here, take this mushroom. It'll stop the poison for now. You can thank me later. Okay, wir kriegen von Fidget einen Entgiftungspilz. Den sollten wir auch gleich mal einwerfen. Vergiftet sein ist nämlich nicht so toll. Hier, fress Blitz, fress Bomben. Genau, explodiert endlich hier Bomben. Oh ja, das war schön. Hier ist es dunkel. Im Dunkeln ist weniger gut. Ah, hier ist unser Händlerfreund. Hast du hier was Besonderes? Außer Gegenstände natürlich. Nö, aber wir können ihm mal was verkaufen. Und zwar hier den brutalen. Das brutale Upgrade. Wir haben nämlich die Zunderklinge. Und ansonsten haben wir, glaube ich. Ah, doch. Wir haben Hundefell. Runde Zähne. Steinfühler.
Und das war's, glaube ich, oder? Ja. Schrott. Your trends. Gut. Das hier ist dann wohl wieder der Weg nach oben. Aber nach oben wollte ich eigentlich noch gar nicht. Ah, das geht durcheinander. Warum wollte ich auch nicht? Ich wollte runter. Ah ja, hier fällt man tief. Und hier gibt es dann eh keinen Weg weiter. Dafür gibt es hier einen Schatz. Hm, suchen wir mal danach. So. Weg mit euch. Gibt schönes Geld. Oh, hier versteckt euch da oben. Das ist weniger nett, dass ihr euch da versteckt. Safe Point. Und hier ist was. Hier ist ein Schlüssel. Das war ein Schlüssel. War das alles? Ach, nebenbei Heilgegenstände mal umschalten. Das kann doch nicht alles hier unten gewesen sein, oder? Ist es auch nicht. Fidget zeigt mir an, dass hier noch was ist. Hm. Aber mein Schlüssel ist schon mal gut. Wir haben nämlich ein paar für die Truhe verbraten. Wir erinnern uns, auf der Lichtung im Wald steht noch ein Käfig, für den wir vier Schlüssel brauchen. Na, so viel zum Thema Truhe und Schlüssel. Okay. Ups. Okay, neuer Versuch. Wir verlieren den Schlüssel ja zum Glück nicht. Ein Ring. Ring des Vagabunden. Angriff, Verteidigung, Objekt, Drop. Hm. Okay. Und mehr Glück. Schöne Sache. Aber das war hier immer noch nicht alles. Hier geht es nur wieder hoch gleich. Hier ist nichts mehr und da unten war doch nur die Luftströmung. Halt hier oben vielleicht. Nein, nein, nein. Wenn ich hier runterfallen, ich will da lang wirbeln. Nein, hier wirklich nur hier runter. Oh, seltsam. Hier ist der Luftzug. Den komme ich nicht runter. Gut, dann muss ich mich hier wohl mal anderweitig umsehen. Irgendwann. Mal. Wir haben ja eh noch zwei Teleportsteine übrig, soweit ich weiß, oder? Jupp, damit können wir uns dann hierher zurück teleportieren. Und uns hier noch mal genau alles angucken. Hoch, hoch, hoch. So. Ha, genau, so wollte ich das eigentlich haben. Und die Riesenameise hat die eigenen Leute vergiftet. Liegt in die Luft.
mir das nur sofort, dann mache ich auf einmal weniger Schaden. Ich habe doch immer noch, ja, ich habe es immer noch eingelegt. Oder sind die Gegner einfach stärker geworden? Was ich allerdings nicht glaube. Ich glaube, da tut sich nur mein Gefühl falsch äußern. So, hoch, 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 hoch. Und die Gegner in einer Flammensäule. Zerhacken. Und wieder ein Level-Up Charakter. Machen wir mal die Verteidigung weiter hoch. So. Und jetzt hier höher. Wow. Da ist das mal abgegangen. So, ich habe meine Verteidigung gesteigert, weil die eigentlich ziemlich niedrig ist noch im Vergleich zum Angriff. Ah, welches Inventar gehe? Ja, okay, jetzt ist die Verteidigung höher als der Angriff. Was vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Na, das war zu früh zugeschlagen. Au. Das war die miese. Jetzt aber. Noch ein Bauplan. Gott, habe ich jetzt viele Anhänger. Angriff, Verteidigung, Glück. Ja, da, den könnte ich schon bauen. Angriff, Verteidigung, Glück. Hm. Angriff, Verteidigung, Glück. Nehmen wir den da mal. So, und legen ihn auch gleich an. Aha. Mehr Schaden, mehr Verteidigung, auch wenn es so wenig ist. Und ja, hier können wir wahrscheinlich wirklich nur mit dem, mit der Spezialfähigkeit dann hochklettern. So, einmal Feuerregen für euch. Keine Lust, wieder vergiftet zu werden. Und Flammensäulen für euch. Ja, man merkt, ich habe richtig Spaß an den Flammensäulen. Aber Pilz. Anhänger der Armenbauplan wieder erhalten. Weiter. So. Trefferkette. Oh, und du mal wieder. Nein, das war zu früh. Hm. Jetzt komm, mach was. Das war nicht gut. Heilgegenstand nehmen. Jetzt war es aber richtig. Ich sollte eh mal gucken, dass ich... Na komm, essen wir das mal. Und ein... davon. Jetzt können wir weitermachen. Hallo, ihr da oben. Bisschen Feuer gefällig. Noch mehr Feuer für euch. Oh, 150er Kombo geknackt. Ich glaube, ich werde immer besser darin. So. Bevor er mich wieder totblitzt. Und vergiftet.
So, Endgift. Da, das Feuer. Was zur Hölle? Da ist ein Schaf. Warum ist da ein schwarzes Schaf? So. Wenn ich richtig gesehen habe, war da ein schwarzes Schaf. Ich kann mich auch getäuscht haben. So, wieder eine 100er Kombo. Ich glaube, wenn ich Fidgets andere Fähigkeit nehme, ja, einen anderen Schuss, den da, kriege ich eine viel bessere Kombi hin. Ah, wieder der da. No! Go away! Warum? Jetzt hat er zwei Nüsse fallen gelassen. There he goes. Ja. Forget him. Take a look around. There's something horribly wrong with these mushrooms. Was denn? These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts. And it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. Ah, weiß alles, ja. Also wenn ich hier rumwirbel, dann werden die aggressiv. Ja. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir durch dieses Pilzlabyrinth gehen, gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.